Während den Reisevorbereitungen schaute ich dank Google Earth immer wieder aus dem Weltall auf die Erde hinunter, sah Wüsten, Berge und Flusstäler und wählte so die Straßen und Wege für unsere Reise. Ich suchte nach Häusern und Dörfern, in denen wir vielleicht übernachten könnten. So sah ich am Weg von Sossusvlei nach Walvis Bay an einem Hügel die Moon Mountain Lodge. Sieht ja zwar nicht sehr einladend aus, so aus der Ferne des Weltalls betrachtet. Aber aus der Nähe gesehen ändert sich das Bild. So wie vieles, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Die zweithinterste Hütte auf Stelzen wird für eine Nacht unser Zuhause sein. Und schon bald flattert meine Wäsche im trockenen Wüstenwind. Und auch die Hosen sind nach 20 Minuten trocken. In der Abendsonne beginnen die Berge zu glühen. Der Wind legt sich und schnell verlöscht das Licht über der Wüste. Auch hier grüßt die Venus als Abendstern und nach dem Abendessen zieht die ganze Küchenmannschaft singend durch den Speisesaal. Der nächste Tag bringt wieder eine lange Fahrt auf weicher Piste, durch trockene Landschaften, spärlich mit vertrockneten Grasbüscheln besetzt und einzelnen entlaubten Sträuchern. Ab und zu steht ein dürrer Baum und spendet kaum Schatten. Aber trotz der Kargheit ernährt das Land immer noch schöne Oryx-Antilopen und viele kleine, bescheidene Tiere. Bei jedem Halt sucht Barbara Steine. Ja, es gibt ganz schöne in Namibia. Vom einfachen Quarz bis zum teuren Diamanten und auch Sandrosen. Und was von weit her als dunkler Punkt in der Landschaft stand, wird zu einer riesigen Euphorbia virosa, eine der giftigsten Pflanzen der Welt. Den Buschmännern diente ihr klebriger Saft als Pfeilgift. Von 1000 bis 2000 Meter über Meer wölbt sich das Naukluftgebirge. Hügel über Hügel. Es ist, als sähe man das Knochenskelett der Erde, ohne ausgleichende Humusschicht und die liebliche Haut der Vegetation. Hier irgendwo hielten sich während dem Zweiten Weltkrieg die beiden deutschen Geologen Hermann Korn und Martin Henno in einer Höhle versteckt. Ist es diese dort? Nein. Wir möchten sie finden. Es ist schwierig in diesem weiten, zerklüfteten Gebiet. Der Quiseb Canyon gibt uns Anhaltspunkte. Hier muss sie sein. Wir finden sogar eine Gedenktafel und folgen dem kleinen Weg. Zweieinhalb Jahre lebten die beiden hier, nur von den Tieren, die sie erjagen konnten, und immer in Angst, entdeckt zu werden. Vor Jahren hat Silvia Schippers vom Filmclub das Buch «Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste» gelesen und einen Film gemacht, der mich tief beeindruckt hat. Während wir nun in der Behausung der Geologen picknicken, hat Indra das Gefühl, die beiden seien noch hier.
200 Meter oberhalb des Canyons hatten wir eine große Halbhöhle, eine weit überhängende Felswand mit flachem Boden entdeckt. Plätze dieser Art waren schon in der Steinzeit als Wohnungen benutzt worden. Einen besseren Wohnplatz konnten wir uns gar nicht wünschen. Wir wussten, wir würden ein Leben an der Grenze der Lebensmöglichkeit zu führen haben. Auch seelisch würde es nicht anders sein. Wir würden uns nahe wilder, gestaltloser Rohheit bewegen müssen, wollten wir überleben. Und doch durften wir unsere feiner entwickelten Gefühle und die Oberwelt des wachen Verstandes nicht verleugnen, wenn wir geistig gesund bleiben wollten. Das waren gegensätzliche Bedingungen, die vereint werden mussten. In der sternenweiten Einsamkeit fühlten wir, dass die Zukunft viel von uns fordern würde und dass zu den Abenteuern des Jägerlebens die Abenteuer des Geistes kommen mussten. Wir konnten vielleicht lernen, wie Buschmänner zu leben, aber wir konnten niemals zurückfinden zu ihrer Art des Denkens und Fühlens. Es kamen nun arbeitsreiche Tage. Unsere Wohnung war, vor allem bei Südwind, noch recht ungemütlich. Wir bauten deshalb nach Süden zu eine brusthohe Mauer. Glücklich, diesen Ort gesehen zu haben und tief beeindruckt, machen wir uns wieder auf den Weg zum Auto. Dieser Papierrindenbaum stand sicher auch schon damals da, in der Nähe der Höhle. Weiter geht die Fahrt durch die Endlosigkeit bis zu einem Berg, der als Vogelfederberg in der Karte eingetragen ist. Wir lassen unser Auto im Sand stehen und steigen über eine sanfte Kuppe hoch an den Fuß des Berges. Grobkörniger Granit aus dem Innersten der Erde erstarrt auf dem Weg zur Oberfläche, durch Erosion freigelegt, von Wind und Flugsand angefressen. Eine weite Palm ist während Jahrmillionen entstanden, fast so wie der bekannte Wefrock in Australien. Es ist eigenartig, nach stundenlangem Aufenthalt in der flachen Sandwüste freut sich das Auge, wieder feste Konturen zu sehen. Jeder Felsen wird plötzlich viel interessanter und man fotografiert viel mehr, als man brauchen kann. Dann wieder Sand. Sand bis nach Walfish Bay. Wieder Sand, aber Sand am Meer. Auf den Knien habe ich mich einer schlafenden Robbe genähert. Oder ist sie tot? Nein, sie atmet, aber sie schläft so tief und entspannt wie ein Taucher nach einem stundenlangen Tauchgang. Vielleicht kann ich sie ganz sanft wecken. Dass der Wind ihr Sand anbläst, daran ist sie sich ja gewöhnt. Aber dann gibt es für sie ein böses Erwachen. Ein Mensch, so nah, es bleibt nur die Flucht. Es tut mir leid, Robbe, aber so blöd sind die Menschen eben. Indra bewahrt mehr Abstand und Respekt vor den Tieren. Jenseits der großen Bucht liegt der Hafen von Walfish Bay, der einzige Meerhafen von Namibia.
Es stellt sich jetzt die Frage, sind das Robben, Seehunde, Seelöwen oder sogar Seebären? Pinnipedia. Flossenfüßler sind sie alle. Seehunde leben nur auf der nördlichen Halbkugel. An Land können sie nicht laufen, sondern müssen auf dem Bauch robben. Sie haben keine sichtbaren Ohren. Ihren Antrieb unter Wasser machen sie vor allem mit den Hinterbeinen. Anders die Ohrenrobben. Die Ohrenrobben sind eine große Familie von vielen verschiedenen Seelöwen und Seebären. Sie können sich an Land besser bewegen als die Hundsrobben, denn sie können auf ihren Füßen stehen. Sie können sich auf den Vorderbeinen aufstützen und es sind Ohrmuscheln sichtbar. Seebären haben ein bräunlicheres Fell als die Seelöwen und einen dichteren Unterpelz und einen etwas breiteren Schädel als Seelöwen. An den südafrikanischen Küsten leben nur Seebären. Also sind das hier Seebären. Aber Frau Seebär will jetzt absolut nicht stillen. Da nützt alles Betteln nichts. Erwachsene Baby. Ja, und hat feine Knöchel drin. Wie ganz feines Händchenleder ist da. Schau mal, der Bauch da. Schau mal das Fell an. Schau mal das Fell. Auf der Rückfahrt auf der 20 Kilometer langen Sandbank an der Saline vorbei, zurück nach Walfish Bay, halten wir bei weiten Feldern von Salicornia an. Die besondere Pflanze, die ohne Salzwasser nicht leben könnte und nur ein halbes Jahr alt wird.